Hey, alles spritzig bei euch? Hier ist Tentacool, frisch mitten vom Inkopolisplatz. Was ist besser, Mayo oder Ketchup? Trefft eure Wahl am Splatfest Wahlstand. Das hier sind die Arenen für das Splatfest. Muskelbude. Hast du gesehen, wie der Miezrichter die Wand hochkommen wollte? Den großen nicht, aber den kleinen. Das war so niedlich. Dann haben wir den Heilbutthafen. Aber ich liebe das tiefe Wummern der Maschinen hier, besonders nachts. Jedes Mal dasselbe bei dieser Arena. Krieg dich mal wieder ein, Marina. Für dieses Splatfest haben wir eine besondere Arena vorbereitet. Die Wandelzone. Du hast bei der Arena geholfen. Wie cool, Marina. Und die Bär GmbH. Und denkt dran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Und damit hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Splatoon 2 Online. Ihr seht richtig, das erste offizielle Splatfest findet nun statt. Und natürlich will ich hier versuchen, nicht nur normale Ketchup-Fans sein, sondern den Teamleiter-Rang zu erreichen. Doch wir werden wie immer eine neue Waffe vorstellen und Spaß haben. Pause. Oh, that music is kind of fire right now. Deswegen wollen wir nicht lange überlegen. Arti, hau die Waffen raus und wir legen los. So, und wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, dass ich für diesen Part hier meine eigene Waffe nehme. Heißt weder Heldenschwapper noch 3R-Schwapper. Nein, wir spielen mit der goldenen Airbrush, beziehungsweise die Airbrush RG. Mit dem Sprinkler als Sekundärwaffe und der Sepisphäre als Spezialwaffe. Let's do it! Die Annalena haben nichts zu bieten, ne? Voll Asi eigentlich. Ich meine, die sind hier, ist das Splatfest findet statt und die sind immer noch in ihren Läden. Was ist das denn? Okay, das ist ziemlich geil. Na, dann wollen wir mal, Leute. Ich kann es nicht mehr erwarten. Sid ist auch nicht da. Oh, ich liebe es einfach. Let's go. So. Wie immer werden wir die Auswahl haben zwischen dem normalen Splatfest. Oh, wie ich kann Freunden säunen! Oh. Schade. Dennoch ist der private Kampf ebenfalls möglich, lol. Hm. Naja. Legen wir los! Oh, doch bevor. Ich denke, ich zeige euch einmal kurz den Ladescreen, weil der schaut doch recht interessant aus. Wischmob. Und dann hat der Mob falsch geschrieben. Wie kann man so blöd sein? Naja, die Wandelzone sieht aber auch interessant aus, obwohl ich da nicht viel sehe. Und wie immer keine Mario-Fans. Das ist so typisch, das ist so lol. Ist genau wie mit Team Ice und Team Ketchup. Leute! Ich denke, das sollte ich rausschneiden. Aha, hat sich doch noch ein Team gefunden. Nice. Dann wollen wir mal schauen, wie wir mit der Airbrush klarkommen. Boah, nice. Let's go, guys. Ey, und das schaut mal mega episch aus. Ich komme mir gerade so vor, als würden wir Color Hex nutzen. Ja, und natürlich sieht die Ketchup-Farbe mehr so aus wie Cocktailsoße, weil man wollte vermeiden, dass es rot ist, ne? Ach, Nintendo. Die Musik ist aber anders. Hoffentlich sehen wir die Wandelzone in diesem Part. Aber ich werde eh 2 bis 3 Parts von der, von dem Splatfest hier machen. Hier setze ich mal einen Sprinkler hin. Ich will das hier gewinnen. Ach, crap. Aber ich habe ihn, den Mewtwo. Und er hat Mewtwo falsch geschrieben. Selbst ich als nicht so erfahrener Pokémon-Fan weiß, wie es geschrieben wird. Oh, fuck, das ist ein Splatling. Helden-Splatling, Redling. Ich fürchte, an der komme ich nicht so leicht vorbei.
Please don't shoot me. Nice. Sehr nice. Aber bislang scheinen wir das gut im Griff zu haben. Nur hier unten ist ein bisschen ausgerutscht. Und ich sehe, da oben haben wir ein bisschen was vergessen. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Je mehr Flächen uns gönnen, desto besser ist es. Lol. Aber naja. Isabelle ist down. Sehr schön. Hab ich dich. Hopp. Puh, my boys. Okay, weiter geht's. Komm. Die finale Minute. Gibt's noch was zu färben? Hier. Nein, ich hab doch auf ihn geschossen. Nein! Der verändert gerade alles. Nein, 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 nein. Die dürfen jetzt kein Comeback haben. Bloß nicht. Das erlaube ich denen nicht. Alles bloß kein Comeback. Oh oh. Dachtest du dir wohl so, hä? Oh, müssen uns beeilen. Du warst das von vorhin, ne? Okay, ich habe alles gegeben. Was ist mit dem der Werbefläche? Ja, das haben wir gewonnen. Auch wenn es wirklich komisch aussieht, diese beiden Farben. Was ist ja Ketchup und Mayo angelehnt. Aber Ketchup ist wirklich roter. Stop. Okay, 10 Kills, ich bin überzeugt. Oh, wow, wir sind fast ein neuer Rang. Episch. Das ist episch. Weiter geht's. Ah, jetzt sehen wir auch mal auf den Heilmut haben. Und Alter, schaut der cool aus. Alter, mega. Oh, die Atmosphäre ist ja noch epischer als in der Muskelbude. Die Musik hier ist ein bisschen strange, aber eigentlich auch ganz interessant. Muss ich halt drauf einlassen, denke ich mal. Oh nein, das war so dumm. Ich kam auch nicht mehr weg. Aha, er hat den Disperser. Das ist eine neue Waffe. Die hat Arti uns auch im letzten Part gezeigt. Aber dennoch, der Disperser ist wie die Airbrush eine Nahkampfwaffe. Und da sind die Bedingungen gleich. Den hole ich mir vom Himmel. Oder auch nicht. Du Arschkrampe, ey. Das dürfen wir nicht verkacken, Leute. Aber sieht leider aktuell so aus. Ah, nicht gut. Wir verkacken das gerade. Honk. Das war aber nicht der, der mich getötet hat vorhin. Hab ich dich. Das müsste der gewesen sein. Es sah jedenfalls wie ein Disperser aus. Kann aber nicht genau garantieren, dass es der war. Ich finde, das ist so eine Scheiße mit der Episphäre. Naja. Aber es sieht gut aus. Wir drehen es gerade. Zuvorkommt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wahrscheinlich. Betrug. Nicht versagen. Natürlich tun sie es gerade. War ja halt auch klar. Wir müssen uns alles zurückholen. Versuch's doch. Hä? Was für Betrug ist das? Leute, ihr habt das gesehen, wie der mich betrügerisch zerlegt hat. Dabei hatte ich den Angreifervorteil. Aber wurscht.
Oh. Leck mich, du Dreckskerl, Alter, mit deiner scheiß Curling-Bomben. Wie die, vor allem, wie wir nicht durchkommen, das ist lächerlich. Wenn wir hier jetzt nicht durchkommen, ist alles vorbei. Wer? Ihr Lappen. Alter, diese scheiß Camper. Ihr seid Luschen. Wenn die jetzt nicht durchdringen, haben wir verloren. Springen. Das ist verloren. Aber komm, das waren die größten Luschen. Einer spielt hier den Lockvogel, der andere campt. Bastarde. Ihr könnt ja so gar nichts. Genauso wie mein Team. Ja. Vor allem der Nathan. Und der Florian. Ich habe mir da vielleicht sowas überlegt, Leute. Ich glaube, wenn das, dass ich es so machen werde, wenn das nächste Splatfest stattfindet, besser gesagt, dass ich jetzt gleich die Waffe wechsle und somit, dass wir zwei Waffen in einem Part zeigen, aber nur wegen dem Splatfest. Und natürlich haben wir einen AFK, der jetzt mit seinen Arsch bewegt. Solche Leute sollten für mehrere Stunden gebannt werden, wenn sie mal rumstehen, weil das ist so eine Kacke. Die behindern das gesamte Team. Du willst die harte Tour, hä? Konzentrier dich. Dumm. Du kannst abhauen. Aber das war's auch schon. Hey, die Musik ist cool. Oh, was sehe ich da? Etwas ist nicht gefärbt. Oh, da kümmert sich jemand drum. Das ist doch vorbildlich. Ich könnte hier zwar, wie gesagt, den Glitch ausführen, aber... Nee, das ist niveaulos. So, dich habe ich. Dich will ich ebenfalls. Ah, nein. Leute, ich habe den Schutzwall mit dem gegnerischen Schwamm aufgebaut. Bin aber jetzt tot. So ist richtig, massakriert sie. Oh. Das war kein Campen, unterstell mir das bloß nicht. Lol, da war einer drauf. Schnell meine Sepisphäre aufladen. Oh nein, ich hoffe nur, der kommt nicht. Oh, er ist tatsächlich gekommen, aber ich habe ihn erledigt. Ah, er ist abgehauen. Ne, ist er nicht. War das ein geiler Kill? Gib's zu, das war ein witziger Kill. Komm auf der Karte, alles gut. Ja. Die radieren wir gerade aus, ne? Und natürlich trifft mich an dieser Kack-Sniper. Wieso bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, meine Sepisphäre zu zücken, nicht dummer Depp? Ach, naja. Auch ich mache Fehler. Hier ein bisschen und da noch ein bisschen. Hier, davon, da. Ich habe das für die Gegner am Disconnect, weil sonst würden die ja nicht so versagen. Als ob dieser Penner mich mit einer Instabombe getötet hat. Wie sie sich noch zurückerkämpfen wollen. Aber das haben wir locker gewonnen. Das haben wir dennoch. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal die Waffe wechseln. Denn ich werde es, glaube ich, wirklich so machen, dass ich bei Splatfest-Parts die Waffe wechsle halt und so. Lol, da hat einer einfach 0 Kills. Also halt immer 2 Waffenspiele.
Deswegen gehen wir jetzt kurz raus. Und suchen uns eine neue Waffe. Wie wär's damit? So. So, ich kredenze zu einer von diesen beiden. Aber wisst ihr was? Weil ich euch die hier mal zeigen möchte, nehmen wir jetzt die Dualplatscher. So, mit dem Detektor als Sekundärwaffe und den Schwarmraketen als Spezialwaffe. Mal sehen, wie gut die sind. Wir haben ernsthaft keine Ketchup-Mayonnaise-Teammates oder Mayo-Teammates gefunden. Gegner, Jesus. Daher kämpfen wir jetzt gegen ein Team Ketchup. Naja. Ah, von den Dualplatschern muss ich besser sagen, die gefallen mir. Viel besser als der Dualplatscher in Splatoon 1. Der war nämlich übelst schlecht für mich. Also nicht für mich geeignet. Na komm, versuchen wir es auf dem Nahkampf, hä? Ach, knapp, was hatte ich, ein Double Kill? Johannes! Die trauen sich was, die Gegner. Das hast du jetzt nicht versucht. Oh, ich finde die Dualplatsche übel stark in diesem Spiel. Oh Gott. Der war ganz schön nah bei mir. Hätte mich locker ausradieren können, wenn mein Team nicht... Was ist das denn für ein Gestörter? Der wollte mich überrollen. Aber ich sag's dir, Bro, mit einem Carbonroller wird das nix. Ach ja, aber manche sind halt unfähig. Wenn der Typ Skill hat. Da wir aber, wie gesagt, gegen ein Ketchup-Team antreten, macht das keinen Sinn hier. Ist eigentlich egal, ob wir gewinnen oder verlieren, das wird halt nicht gewertet. Wahrscheinlich spielen die meisten hobbylosen E-Team-Kampf. Hä? Oh. Das war eine dumme Idee. Scheiße, Mann. Aber es sieht ganz gut für uns aus. Aha. Hab dich. Ebenso dich. Wo ist der Kalligraph? Der fehlt mir noch. Ich schwamm es ja schon mal nicht. Geh doch weg, Alter, oder willst du sterben? Yes, ich hab noch den zweiten gekriegt. Was? Was? Ihr könnt aber auch wirklich gar nichts. Wie heißt der Typ? Irgendwas mit Karotte habe ich gelesen. Okay. Karotten-LP. Honk. Aber was, wisst ihr, was das... Lol, hat die Schuhe genau wie ich mit einmal Dings als Haupt als Nebeneffekt. Ist das ein Fail? Yeah, Mann, ich hab ihn noch. Aber der Kill wurde mir nicht angezeigt. Ach, geil. Ah, wurscht, wir haben das gewonnen. Logger! Seht da? Die seht ihr es. Ist da. Oh, yeah. Sehr schön. 9 Kills, bin zufrieden. Der Sam hat sogar 11. Hoffentlich schaffen wir es noch mit dem neuen Rang. Wir müssen noch 2 Kämpfe gewinnen. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll, aber zum einen, warum kriegen wir jetzt die ganze Ketchup-Gegner vorgesetzt? Und zum anderen, wann kommt mal die Wandelzone dran? Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall so machen. Wenn ihr jetzt im nächsten Kampf nicht die Wandelzone drankommt, werde ich noch einen zweiten Part machen. Oh, das ist ein geiler Beat. Oh shit, man.
Und dann nicht mein Killbetrug. Hast du mein Teammate gerade getötet? Boah, die Musik ist geil. Oh, oh, nichts wie weg, der Blaster. Natürlich! Aber wie gesagt, auch wenn wir verkacken, im Prinzip macht das keinen großen Unterschied. Du Bastard, Mann! Hab ich dich. Als ob der sich von ihm hat killen lassen. Was ist das für ein Betrug, Alter? Schneller, springen. Geht doch aus dem Weg. Schnell. Wahrscheinlich. Du mieser Wichser, Alter. Das war so eine katastrophale Runde. Ich glaube, das haben wir tatsächlich verloren. Ja. Aber wie gesagt, es macht keinen Unterschied, weil wir haben gegen ein Ketchup-Team verloren. Wow, wir sind ja selber Ketchup. Naja. Also, wir machen noch eine Runde. Weil ich will euch auf jeden Fall zeigen, wie die Wandelzone aussieht. Und wenn wir die Wandelzone nicht sehen, dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten Part machen. Aber habe ich eh Lust dazu. Also von daher. Weiter geht's mit dem Programm. Ja, ich werde wohl noch einen Part machen müssen. Aber was ist mit der Wandelzone gemeint? Was ist das? Die haben wir doch kein einziges Mal gesehen. Was ist das für ein Scheiße eigentlich? Das ist das, was ich an der Rotation übelst hasse. So, ich drei habe ich schon mal. Affe. Also die Erfahrung, die ich bisher mit den Dualplatschern gemacht habe, ist, dass sie im Fernkampf sehr gut sind. Ah, ihr habt ja aber sehr schön massakriert. Ach, den anderen habe ich nicht mehr bekommen. Egal. Das ist so ein Betrug. Wieso sterbe ich so schnell? Du Affe!
Also ich habe es zwar schon sehr oft gesagt, aber wie gesagt, mir fehlen die Angriffs- und Verteidigungsperks einfach. Irgendein Affe ist hier. Findet ihn und massakriert ihn komplett. Mit den Schwarmraketen kann man die sowieso aufspüren, was ich übelst geil finde. Da sind zwei. Ja, Lappen. Oh mein Gott, wer wurde denn hier geschlachtet? Schnell, ich brauche die Schwarmraketen. Oh nein. Yes, ich habe es überlebt. Jetzt regenerieren. Wow. Bislang läuft es ganz gut, würde ich sagen. Der leckt ja extrem. Nicht jetzt. Oh, den Roller nicht mehr erwischt. Ei, ei. Das ist eine tolle Tüte. Mhm. Die müsste ich mal abends runterbringen. Ja, ich nehme auf. Schon vergessen. Bin ja gerade. Hättest du sie auch mir vor die Tür legen können oder so. Ah, neue Stufe gibt's auch noch. Ja. Ah, und wir sehen sie doch noch, die Wandelzone. Halleluja! Danke, dass sie auch endlich mal kommt. Ich habe auf der Wandelzone, wie gesagt, noch kein Mal gespielt. Deswegen... Wie sieht's auf der Karte aus? Oh, eigentlich ziemlich cool. Erinnert mich auch so ein bisschen an das erste Level der fünften Zone, das Cephalopoden-Hauptquartier. Erinnert ihr euch an das Story-Let's Play? Da, wo ich glaube ich, das erste Mal Game Over gegangen bin, wo ich einfach nicht klar kam bei dem Level. Hopp, 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 hopp. Leck mich doch, du Bastard. Kill ihn. Oh, was kann der eigentlich? Jetzt ist die Farbe irgendwie roter, habe ich das Gefühl. Habe ich dich. Try it, bitch. Na, wo haben wir denn die ganzen Gegner? Da haben wir zwei. Bam, 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 bam. Jetzt gibt's Alokbar. Und ich weiß, darüber sollte man eigentlich keine Witze machen, aber na, das Zeug von schwarzem Humor, glaube ich. Nun gut. Das ist also mit Wandelzone gemeint. Hier bewegt sich ein bisschen was. Das war der Wichser, der mich vorhin getötet hat. Oh, da war noch ein Wichser. Sniper lernt zielen. Hä? Das sieht geil aus. Aber wir verlieren aktuell. Da muss ich doch nur einen Part machen. Aber ich guck mal, wenn die Maps wechseln, dann werde ich auf jeden Fall noch einen Part machen, weil ich muss mal schauen, wie gesagt. Ha, da hat jemand wohl keine Tinte mehr. Ah, schon tot. Klappenkleckser. Ey, ich finde die Wandelzone bisher echt geil. Keine Frage, ich liebe diese Arena. Und das ist, by the way, eine exklusive Splatfest-Map. Heißt, sie wird nicht immer drankommen, nur während Splatfests. Dann hoffe ich aber wenigstens, dass die Map nach den Splatfests, also wenn es keine Splatfests mehr geben wird, dass das dann eine Standard-Map wird im Spiel. Das würde ich halt extrem feiern. Oder dass man sein Splatfest-Shirt behalten kann, wenn es keine Splatfests mehr gibt.
wie damals in Splatoon 1 da hatten das ja nicht gemacht, keine Ahnung warum. Ja, alle beisammen. Dann räumen wir mal auf. Ach, hab ich nicht mehr erwischt. Das sieht dumm aus. Das sieht sehr ungesund aus. Ich glaube, wir haben das verloren. Nee, oder? Dummes Team, muss ich, wenn ich das mal so anmerken darf. Aber naja. Nun gut. Also, falls kein weiterer Splatfest-Part mehr kommt, dann würde ich mal sagen, was haltet ihr von dieser Splatfest-Map? Gefällt sie euch? Gefällt sie euch nicht? Eure Meinung bitte in die Kommentare. Ebenso über die zwei Waffen, die ich gezeigt habe. Wie findet ihr die Airbrush RG und die den Dualplatscher? Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr nicht mögt. Und im nächsten Part geht's weiter mit Let's Play Splatoon 2 online. Jesus, ich hab Schluck auf.